Unser Leben ist verzehrt von Emotionen. Von Glaubenssätzen, von dem, was sie glaubt, erlebt zu haben und vieles mehr. Wir reisen mit dieser Verfärbung durch die Welt und glauben, es wäre so. Was aber in Wirklichkeit gar nicht ist. Die Situation ist immer wertfrei. Und diese wertfreie Situation wollten wir wiederbekommen. So wie immer es morgen wird und auch Abend wird, wo sich nichts ändert. Ob ein Krieg begonnen hat, ob ein Krieg aufgehört hat, ob ein Ehekrieg begonnen hat oder aufgehört hat, lässt die Erde nicht erschüttern. Es geht unaufhaltsam seinen eigenen Weg. Und so gehen wir auch unseren Weg, wenn wir uns nicht vom Weg abbringen lassen. Abbringen lassen vom Weg der Gefühle, der falschen Gefühle, der falschen Bilder und der falschen Zusammensetzung. Passt auf, was ihr denkt. Überlegt euer Denken und hinterfragt euer Denken, ob euer Denken real ist, der Situation angepasst. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt in diesem schönen Wald.